Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 hier auf der Campaign of France. Wir sind zurück wieder. Gestern kam eine Folge, wo wir hier noch die Wiesen gemäht haben. Heute werden wir das Gras soweit wenden und zur Heu verarbeiten und dann vielleicht schon mal zeitlich es schaffen, hier zumindest das Zeug zu schwaden, das Heu, und vielleicht sogar zusammenzupassen. Aber ich glaube, das ist zu viel für eine Folge, ne? Ich glaube, das werden wir nicht in den 15 Minuten schaffen. Aber egal. So eine Art will's machen. Was wir jetzt schaffen natürlich in der Folge, ist natürlich die andere Sache, aber wir gucken mal, dass wir irgendwas geschafft kriegen. Wenn ich nicht die ganze Zeit am Sounder hängen bleiben würde, dann würde es auch optimal passen. Egal, ne? Kriegen wir hin. Ich meine, das Wenden geht jetzt verdammt schnell sogar. Ist gar nicht mal so das Problem. Schwaden dauert schon etwas länger, würde ich behaupten. Obwohl auch das dürfte eigentlich relativ zügig funktionieren eigentlich. Ne? Auch das dürfte eigentlich relativ zügig funktionieren. Glaube ich zumindest. Dann können wir das Heu definitiv verkaufen, ne? Ich glaube, Heu haben wir sowieso noch mehr als genug gerade, zumindest. Von daher, das Heu können wir dann ganz getrost verkaufen, kriegen noch mal Geld dafür. Und zwar nicht gerade wenig Geld eigentlich, finde ich. Dann passt das doch. Sehr schön. Sehr schön, das sieht gut aus. Morgen früh muss ich gucken, was ich mache. Bis noch heute früh. Weil laut Plan müsste eigentlich Lissy live sein mit Musik wieder. Von 7 bis 12. Ob sie es macht, weiß ich noch nicht. Ich meine, ich gönne ihr die Freizeit. Wenn sie Freizeit haben möchte, gönne ich ihr die Freizeit auf jeden Fall. Na, aktuell steht das noch zumindest im Plan drin. Ich habe nichts Gegenteiliges gehört. Von daher freue ich mich natürlich auf Musik. Und wird versuchen, heute zumindest noch heute Abend ETS 2 aufzunehmen. Dass ich die Folgen auf jeden Fall morgen früh fertig machen kann, soweit die dann parat sind. Naja, gut, schauen wir mal, was ich noch alles hinkriege heute. Ich meine, so lange ist ja auch nicht mehr der Tag. Es geht relativ schnell vorbei. Gut, wenn ich morgen vielleicht früher auf bin, wieder 4, 5 Uhr oder so, ne? Dann habe ich morgen früh auch noch ein bisschen Zeit aufzunehmen. Das ist kein Thema. Aber ich würde es gerne heute noch schaffen eigentlich. Ich würde es gerne irgendwie doch noch heute schaffen. So, okay. Die erste Wiese hätten wir gewendet. Kommen jetzt noch die anderen zwei Wiesen. Wir machen die große Wiese als erstes jetzt noch. Kommen wir eben hinten hin. Dann machen wir noch die kleine hier vorne.
machen wir es jetzt mal in umgekehrter Reihenfolge in dem Sinne. Kriegen wir aber auch alles hin. So, sehr schön. So, einmal einschalten und ab die Post. Sehr gut. Das geht doch zügig hier. Das geht doch echt zügig hier, Leute. Vor allem, wenn wir erstmal alle Felder haben, alter Falter, dann wird es, glaube ich, stressig werden, oder? Was meint ihr? Ich glaube, dann könnte es echt stressig werden. Wenn wir erstmal alle Felder besitzen auf Tor, ne? Ich gehe davon aus, dies der Fall sein wird. Aber wäre auch nicht schlimm. Ich meine, wir haben mehr als genug zu tun, wir haben mehr als genug Arbeit gerade. Und ich würde auch gerne herausfinden, wie viele Tiere man hier auf der Map definitiv versorgen kann mit Hilfe dieser Felder, ne? Mit Hilfe dieser Möglichkeiten, die man hat. Also Felderanzahl, Feldergröße und so weiter, ne? Ich bin gespannt. Weil das, was wir an Tieren in die Ställe reinkriegen aktuell, das ist gar nicht mal so ohne, finde ich eigentlich. Aber werden wir sehen, ne? Aktuell können wir zumindest noch relativ viel verkaufen. Von dem, was wir hier einfahren an Ernte, ne? Das kann sich schnell auch wieder ändern. Mit Sicherheit. So, jetzt noch die letzte Wiese einmal wenden. Dann haben wir das mit dem Wenden durch, dann geht es an den Schwader dran. Dann machen wir das fertig, ne? Dann machen wir das einmal fertig, Leute. So, okay. Letzte Wiese da vorne. Wenn wir die fertig haben, holen wir den Schwader.
Dann passt das, ne? So. Ja, das ist auch schon fast geschafft, ne? Geht ja echt zügig hier. Geht echt wirklich zügig, Leute. Ups, da haben wir nicht alles mitgekriegt. Machen wir nochmal. Danke sehr. Hoi. Haben wir immer noch nicht alles mitgekriegt? Alter Vater. So, jetzt aber. Danke. So, nächstes Stück. Muss immer mal auf die Uhr gucken, damit er die Folgen pünktlich rauskriege noch. Und pünktlich fertig kriege, ne? Aber aktuell sieht es gut aus. Aktuell sieht es echt gut aus, Leute. Finde ich schon mal gut. So, einmal zusammenklappen und einmal zum Hof fahren. Dann holen wir den Schwader und dann fangen wir an zu schwaden und anschließend zu pressen, ne? Ja, pressen schaffen wir heute sowieso nicht mehr. Wir können vielleicht noch den Schwader holen. Hier fällt oder die Wiese hier vorne anfangen. Schon mal zu schwaden und ansonsten schaffen wir, glaube ich, nicht mehr wirklich viel. Aber egal, wir haben gut wieder was geschafft, trotz allem. Kommen gut voran. Nach einer wirklich längeren Zeit. Pause hier vom LS19 und bin mir sicher, dass wir auf jeden Fall auch jetzt in Zukunft wieder hier richtig gut vorankommen werden, ne? Mit Sicherheit. Hoppala. Da war die Mauer. Die Mauer vom Bauer. Also von mir. So, dann fangen wir mal an, ne? So, okay. So, so.
schaffen wir das doch hier gut fertig zu machen, ne? Sehr schön. Hallo? Ach ja, Leute, so ist das, ne? So ist das. Ja, gedanklich bin ich jetzt auf Hilbratten noch bei Ark nebenbei. Weil ich einfach nicht weiß, wie das mit den offiziellen Servern weitergeht. Ob wirklich, ob es Schluss ist oder so. Weil der offizielle Community Crunch kam am 1. April raus. Könnte also alles am April-Scherz gewesen sein, was da drin stand, auch mit der Verlängerung von Ark 2 auf Ende 24 und alles, aber ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wenn es dem so wäre, hätte ich zumindest eine richtige Erzählung am nächsten Tag erwartet von Ark. Aber dies war dem nicht so. Und von daher gehe ich davon aus, dass das richtig ist. Und deswegen finde ich es eigentlich schade, dass man die Spieler so vom Kopf haut. Aber gut, das ist jetzt Thema von Ark, aber irgendwie komme ich dann darüber nicht hinweg. Ich weiß nicht. Von daher, Leute, aber hier. Morgen geht's weiter. Morgen werden wir weiter hier zusammenschwarten. Ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und sag einmal danke fürs Zuschauen. Bis dahin erstmal Servus und Tschüss.